Ich bin in Bitterfeld, Bitterfeld-Wolfen, Bivo, ich weiß nicht genau, wie der Stadtteil oder die Stadt heißt, denn wir sind logischerweise beim Auswärtsspiel gegen Bitterfeld-Wolfen, sind vorher angekommen, jetzt ist gerade 22:07 Uhr, also vor ungefähr 2, 1,5 Stunden sind wir angekommen. Dann gab es noch kurz Abendessen, Videomeeting und jetzt ins Zimmer. Das Hotel ist hier eigentlich ganz cool. Wir sind im Big Western. Hier einmal kurzer Rundblick ins Zimmer, eigentlich ganz nice. Wie gesagt, hier angekommen, jetzt geht es eigentlich schon ziemlich bald zum Schlafen. Denn morgen wird anstrengend. Frühstück gibt es schon relativ früh, weil wir haben 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr Training. Dann nochmal Pause und am Abend dann Spiel. Ich bin mal gespannt. Das ist auch meine erste tatsächlich Auswärtsfahrt zu einem Ligaspiel mit Herrsching. Aber das war's für heute. Wir sehen uns morgen. Und guten Morgen. Es ist kurz vor 8. Es geht gleich los, da unten. Und by the way, die Aussicht. Da steht der Bus. In 5 Minuten müssen wir dort sein, denn es geht zur Halle. 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr ist Frühtraining. 13 Uhr gibt es dann nochmal Mittagessen. Und um 16 Uhr geht das Spiel los. Will gar nicht mehr viel reden. Ab in die Halle zum Frühtraining, zum bisschen Aufschlagannahme. An die Halle gewöhnen. Das ist auch faszinierend. Wir sind jetzt hier in der Halle. Erstmal Treppen nach oben. Hier geht's rein. Wieder zurück im Hotel. Machen jetzt erstmal einen schönen Tee. Dann fahre ich den Laptop hoch, denn wir müssen scouten, weil es geht nämlich im November gegen Teneriffa und von denen haben wir halt noch keine Spiele. Deswegen müssen wir da die Files nachscouten und ja, da habe ich ja jetzt Zeit und deswegen mache ich das jetzt. Steht auf der anderen Seite. Hinter mir sieht man die Tribünen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da nachher sitzen und wie laut es wird. Das heißt, wir müssen schauen, wie viel ich dann während dem Spiel reden kann. Es ist noch ungefähr 45 Minuten bis Spielbeginn. Wir hatten jetzt gerade Teambesprechung. Die Jungs machen sich langsam warm. Nach dem Frühtraining ist eigentlich nicht viel passiert. Deswegen habe ich jetzt auch nicht viel aufgenommen. Wir waren im Hotel, haben Pause gemacht, Mittag gegessen und sind dann wieder hergefahren. Also wirklich nichts Besonderes. Ja, kurz Videomeeting hatten wir noch. Das Spiel geht jetzt gleich los. Ich fahre jetzt meinen Computer noch fertig hoch und richte alles soweit ein, dass ich auch das Bild von drüben bekomme, dass das Spiel hergerichtet ist und dann kann alles hier losgehen und ich habe richtig Lust auf ein geiles Spiel. Ich hab Bock. Die Halle ist zwar nicht so geil, Umkleiden sind noch schlimmer, aber ja, wird schon. Also auf jeden Fall laut hier, die haben Trommeln und sie spielen die Fangesänge per Lautsprecher ein. Mit Liedern und so weiter. Also mit Liedern im Hintergrund. Da bin ich mal gespannt, wie viel auch die Fans Gas geben. Ja, die Halle ist klein, es kann schon laut werden. Schauen wir mal. So, und Erik direkt zum zweiten. Diesmal die kurze Variante und macht fast genauso viel Trouble bei den Bivos. Die haben richtig andere Probleme und Burg hat gerade einen Monsterblock gelandet. Der war richtig geil.
Schiedsrichterschreiber anscheinend verzählt. Hat auch der Bock wohl gesagt, der zweite Schiedsrichterin. Aber das ist halt jetzt so, das wäre ja nur gut für uns. Also 11 zu 12 ausweiten. Wir haben gerade ein bisschen andere Probleme. Müssen halt dann aus der Situation rausgeweichen, haben es ganz gut gemacht. Schlägt der Zuspieler gerade auf, der macht es ganz gut. Mats hat jetzt dreimal Probleme in der Annahme. Ein bisschen auf die Außenschulter bekommen, den Ball nicht abbekommen, aber ist jetzt noch nichts Schlimmes. Einfach hinten ist alles gut. Die Mittelblocker erstmal untersucht. Bob Ranner fragt nach, hat er noch zwei Challenges? Er hat noch zwei, dann nimmt er sie. Der erste Challenge von Bob. Ich glaube auch, dass er drin war. Der Unterschied ist, gerade wir haben Probleme mit deren Notaufschlägen. Und sie haben Probleme mit unseren Springern. Wir machen ein bisschen mehr Fehler, was ja logischerweise ist bei Springern. Da haben wir seit dem ersten Satz einfach rausgeballert, hatten die gar keine Chance. Und jetzt machen wir ein bisschen Fehler in der Annahme. Deswegen schaut das Ganze ein bisschen unterschiedlich aus. Wenn der jetzt aber drin ist, wird es 15-16 stehen. Sonst 17-14 ist jetzt dann schon ein wichtiger Punkt eigentlich. Einem Service-Winner noch mal hinterher. Victor Rodriguez-Perez macht weiter ordentlich Druck im Aufschlag. Wird gepfiffen und gechallenged. So viel Challenges habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Theoretisch Matchball für uns. Also wenn die Challenge nicht durchgeht. Challenge
Torwart Engelmann macht es im ersten Anlauf. Für die Gäste aus Herrsching. Finde ich gut, aber wichtig. 3:0, 3 Punkte. Klasse, Jungs. Victor Rodriguez Perez, kann ich noch mal dazu sagen, mit einer ganz, ganz starken Angriffsquote. 14 aus 17 Bällen. Ja, Erik Burgreff, auch völlig verdient. Wer viele Angreifer auf Quote bringt, der kann auch gern MVP sein. So habt ihr es zu Hause gesehen. Ja, und mit dieser Verkündung gehen wir in eine letzte kleine Werbeunterbrechung. So Leute, 17:45. Zwei sind noch bei der Dopingkontrolle. Wir sind jetzt dann bald auf dem Heimweg. Ich schaue, dass das ganze Physiozeug, also die Getränke und so weiter, noch ausgeleert, die Flaschen ausgespült werden. Muss ich jetzt nochmal kurz kontrollieren. Der Bus wartet schon, Essen bestellt, kommt in 25 Minuten ungefähr. Hier nochmal die Halle. Ja, wichtige 3 Punkte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.